Überblick auf die neue Verkehrsführung am Kaiserlei. Rechts liegt Offenbach, links Frankfurt. Wir folgen der Berliner Straße, die in die Kaiserlei-Promenade übergeht. In deren Verlauf ist der neue Anschluss an die Strahlenberger Straße zu sehen. Vom neu gebauten Teil der Kaiserlei-Promenade folgen wir der Verkehrsführung Richtung Offenbach, vorbei an den beiden Autohäusern und der Pyramide der S-Bahn. Es wird der morgendliche Pendlerverkehr gezeigt. Wir unterqueren die A661 auf der Berliner Straße Richtung Max-Willner-Platz und Goethe-Ring. Durch abbiegende Fahrzeuge gibt es an einigen Ampeln Verzögerungen. Vom Nordring und Goethe-Ring kommend führt die Strahlenberger Straße vor dem Gebäude der Helaba Richtung Frankfurt und zu den Autobahnanschlüssen zur A661 nach Norden und Süden. Wir folgen der neu ausgebauten vierspurigen Strahlenberger Straße noch ein Stück Richtung Frankfurt und der Gerbermühlstraße. Die nächste Perspektive zeigt die Abfahrt von der Autobahn A661 aus Süden kommend Richtung Offenbach auf die Strahlenberger Straße Richtung Goethe-Ring. Die Abfahrt von der Autobahn A661 aus Norden biegt Richtung Offenbach an der neuen Kreuzung unter der Autobahn auf die Strahlenberger Straße ab. Von da an weiter zum Nordring oder über den Goethe-Ring zur Berliner Straße am Max-Willner-Platz. Zum Abschluss noch einmal der Blick aus der Vogelperspektive auf die neue Kreuzungssituation und den Verkehrsfluss im morgendlichen Pendlerverkehr.